mal schauen, Freunde. Ich wollte noch mal die Tipps durchziehen. Die dürfen auch nicht fehlen. So, wir wollen mal sehen. Freitag geht das los mit Hansa Rostock gegen Werder Bremen. Ja gut, Hansa, das gute Spiel gemacht in Dresden, klar gewonnen. Also seit 38 Jahren nicht mehr in Dresden gewonnen. Die haben natürlich einen Lauf. Und der Höck hat gut getroffen, der Mittelstürmer, der Holländer. Und Bremen ist für mich trotzdem Favorit. Also die haben sich jetzt gefangen, glaube ich. Haben auch ein bisschen Glück, was wie gesagt, aber das ist ja Glück, gehört dazu. Der Olaf, der Werner, der macht eine gute Arbeit, aber er kommt ja bald nach Hamburg, der werden mich schon die Karten legen, das sehe ich so. So, aber Hansa Rostock gegen Bremen, ich glaube, da wird ein knapper Sieg für Bremen 2-1. Tut mir leid, ich mache ja die Hanseater. Aber wie gesagt, es wird ein 2-1 für Bremen. So, da haben wir Aue wie geholt sein. Ja, Aue muss jetzt sehen, dass sie ja was machen. Sie haben ja jetzt den Dodgers, den kenne ich ja gut hier aus Hamburg, den haben sie jetzt als Trainer sogar mal installiert. Also wenn sie jetzt nicht mal gewinnen, dann sieht das dünn aus. Holstein hat natürlich riesen Glück gehabt mit dem Sonntagsschuss da, mit den 1-0, noch in der 3 oder 94 Minute, aber Glück gehört dazu. Aue Holstein, ich weiß das nicht. Es riecht noch entschieden, aber ich glaube tatsächlich, auch wenn ich Holzhammer Freunde habe, ich glaube, das gewinnt Aue 1-0. Ja gut, dann haben wir das war der Freitag, dann haben wir Sonne natürlich, den KSC, die Nürnberg, ja, die schwächeln ja beide. KSC Heimrecht, ich würde sagen, trotzdem nochmal gebe ich KSC eine Chance, das gewinnt KSC 1-0, also das mit gegen Sandhausen war wohl nur ein Einzelfall, weil ich auch bin unglücklich mit dem Eigentor. Aber KSC schwächelt, Nürnberg schwächelt auch. Also ich sag, ich verbessere mich und sag mal, das wird ein 1-1. Ja, dann haben wir noch Paderborn gegen Dresden. Da muss ich schon sagen, Dresden natürlich, da haben sie 4-1 verloren. Das war natürlich ein hartes Ding. Und Paderborn zu Hause haben natürlich den kleinen Werner verloren. Das ist natürlich unglücklich, da er nach Berlin gegangen ist, der die am Tor gemacht hat. Aber trotzdem, Paderborn ist immer noch eine gute Truppe. Ich sag, das gewinnt Paderborn 3-0. HSV gegen Heidenheim mache ich extra. Ne? Das wisst ihr ja, das kommt irgendwann mal extra. Da muss ich ein bisschen länger ausholen. So, dann haben wir noch mal Regensburg gegen St. Pauli. Hochinteressant. Also St. Pauli lange nicht gewonnen. Gegen uns auch verloren. Und dann unterschieden. Nur, das ist ein bisschen dünner geworden. Aber die Truppe ist... Also ich sehe die Truppe persönlich gut. Die haben auch eine gute Bank noch. Und der Timo Schulz macht das schon. Aber wie gesagt, in Regensburg wachsen die Trauben, hängen die Trauben hoch. Regensburg hat verloren. Aber ich will euch eins sagen, ich traue Regensburg allerlei zu. Aber Pibi, St. Pauli auch. Ich bin noch mal auf Unentschieden. Ich sage, das wird ein 2-2. So, das war das. Und dann haben wir Sonntag die Spiele Hannover gegen Darmstadt. Und Darmstadt hat ja gegen uns richtig gekriegt, also Darmstadt war auch nicht gut, aber man spielt immer so gut, wie der Gegner das zulässt und HSV hatte einen Sahnetag und Darmstadt war total von den Füßen. Aber Hannover hat ja auch nicht so überragend gespielt, haben natürlich ein bisschen Heimrecht jetzt. Also ich muss sagen, ich glaube trotzdem, das gewinnt Darmstadt 2-1. Ja, dann haben wir Düsseldorf gegen Schalke hochinteressant, wer ist Derby? Düsseldorf natürlich jetzt den Trainer gewechselt. Und unter June wünsche ich alles Gute. Also ich mochte den gerne. Nicht? Also das war ein guter Junge, ein guter Trainer. Aber ob er das Schiff noch rauszieht aus der Abschiedszone, da bin ich mal gespannt drauf. Also klasse hat Düsseldorf. Wenn er den richtigen Schalter findet, dann kommt die Runde auch noch raus. Düsseldorf ist ja auch ein Traditionsclub. Und auch Schalke brauchen wir nicht sagen. Die haben jetzt hier Rolle, dann lassen wir sein Ding. Und haben auch eine gute Sache. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf das gewinnt und dass unser Juni-Schalke umlegt. Ich sage, das gewinnt Schalke 3-0. So, das war das so. Da haben wir noch Ingolstadt gegen Sandhausen. Die überraschen mich ja beide. Ingolstadt hatte ich schon abgeschlagen. Muss ich natürlich zurücknehmen. Die können auch noch Leid schaffen. Ne? Und Sandhausen gewinnt bei Karlsruhe. Was soll euch das? Die sind wieder in der Spur. Mit der Dietmar hat er gar nicht von Anfang an mitgespielt und hat noch 2-0 gewonnen in Karlsruhe. Ich glaube 2-0 war er, ne? Ja, und 11 Meter. Und dann haben wir gewonnen. Das war schon mal gut. Und ein Eigentor, glaube ich, ne? Ein Eigentor, Entschuldigung. Also Ingolstadt gegen Sandhausen sehe ich so,
Das wird ein 1-1. Mir wäre das nicht, also da gewinnt keiner. So, das dort, Simon HSV, kommst wieder, alles klar. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute, schönes Wochenende und dann haut rein ins Tango. Tschüssi, trinkt nicht so viel, tschüss.